Skistöcke mit Schlaufen oder mit Klicksystem, das ist doch nur anstrengend und das Ganze ist ganz ehrlich gesagt Schnee von gestern. Und damit darf ich dich ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Video auf meinem YouTube-Kanal, in dem ich dir erklären möchte, warum ich schon seit einigen Jahren meine Skistöcke ohne Schlaufe fahre, was die Vorteile sind und was tatsächlich die Nachteile mit Schlaufen oder mit Klicksystemen sind. Es gibt dafür drei Argumente, die ich gerne mit dir durchgehen möchte und beginnen möchte ich dabei mit dem relevantesten auch für dich. Und das ist deine eigene Gesundheit, das ist die Gefährdung deiner Gesundheit durch eine Schlaufe. Das allergrößte Problem, was wir häufig hören, sind die sogenannten Skifahrerdaumen. Und diese Skifahrerdaumen entstehen eben, indem wir die Schlaufe drin haben und der Skistock hängen bleibt und wir dann nicht richtig rauskommen und dabei entweder Handgelenk oder Daumen unter dieser Schlaufe oder auch unter einem Klicksystem leiden. Dieses Problem kann immer auftreten. Das heißt, es löst nicht richtig auf. Wir haben hier in der Schulter eventuell das Problem. Viele Personen haben das. Mein Vater hat tatsächlich einen Skifahrerdaumen. Ich habe es an der linken Hand auch mitbekommen bei meiner Skifahrerprüfung, wo ich hängen geblieben bin, der Skistock nicht raus ist. Einer unserer Follower, der Robert, hat dieses Problem. Dann hören wir oder haben wir schon mal jemanden in der Gondel getroffen, der tatsächlich den Skistock hinter sich gelassen hat, der nicht ausgelöst hat, der sich die Schulter gebrochen hat. Solche Probleme sind nicht notwendig, wenn du einfach mal darüber nachdenkst, warum du überhaupt die Schlaufe beim Skifahren, beim alpinen Skifahren benutzt. Ganz klar, wer macht's vor? Die Freerider machen es schon seit einigen Jahren vor, die Freestyler machen es vor, denn in der Lawine wirkt eine Schlaufe tatsächlich wie ein Anker, wenn der Skistock weghängt und du dich in die Lawine hineingezogen fühlst durch die Schlaufe. Da wird absolut bei jeder Abfahrt, wo Lawinenrisiko ist, schon auf die Schlaufe verzichtet. Allererster Punkt also Gesundheitsrisiko. Der zweite wesentliche Punkt, und da hole ich doch gleich mal meine Schere hervor, ist, dass sich viele meiner Skifahrerkollegen, meiner Skilehrerkollegen im Laufe der Jahre bewusst ihre Skistockschlaufe abgeschnitten haben. So wie ich es jetzt hier gerade mal versuche. Warum haben sie das getan? Sie haben die Skistockschlaufe abgeschnitten, weil es einfach praktischer ist. Solch einen Skistock ohne Schlaufe, einfach abgeschnitten, habe ich schon ein paar Mal gesehen und meine Kollegen machen das deshalb, weil sie beim Skikurs einfach den Skistock packen, so wie du alles andere in deinem Leben, dein Smartphone, das Lenkrad, den Fahrradlenker, wie auch immer, packst, festhältst und nicht verlierst. Ist doch ganz normal. Und dann beim Skikurs kannst du den Skistock einfach abstellen und ihn danach wieder aufnehmen. Genauso gilt es für dich, wenn du im Urlaub unterwegs bist, dein Handy rausholen möchtest, mal eben eine Übung jemandem zeigen möchtest oder einfach generell bestaunen möchtest, den Moment genießen möchtest. Und dabei musst du erst aus der Schlaufe raus, das ist doch überhaupt nicht der richtige Weg. Also in dem Fall wirklich viel praktischer, den Stock einfach zu packen. Und das dritte und wichtige Argument für dieses Video ist auch die aktuelle Skitechnik, die es nicht mehr bedarf, einen Skistock mit Schlaufe zu fahren. Früher war es so, wo wir wirklich von der älteren Technik sprechen, wir haben die Schlaufe gefasst, wir haben den Skistock in den Schnee gesteckt, haben ihn als Tor genutzt und da konnte es mal vorkommen, dass der Skistock hinter dir geblieben ist und du wolltest nicht alle 2-3 Meter wieder stoppen, um deinen Skistock einzusammeln. Heute beim aktuellen Carving und auch beim Kurzschwung dient der Stock, den du benutzt, nur noch als ganz leichte Schwung- und Taktvorgabe. Du steckst ein bisschen, aber es ist kein aktives Suchen mehr. Es ist auch kein aktives, richtig starkes Anschieben mehr. All diese technischen Aspekte wirken auch sehr stark auf die Bewegung gegen Schlaufe ein. Und diese Bewegung gegen Schlaufe und das Abschneiden von Skistöcken oder von Skistockschlaufen, was an dieser Stelle ja auch einfach unschön aussieht, dieser Sache haben sich Basti und ich jetzt zum allerersten Mal angenommen. Wir haben die erste Skistockmarke auf den Markt gebracht, die bewusst auf das System einer Schlaufe, auf ein Klicksystem, aber auch generell auf die Schlaufen verzichtet hat. Wir haben die besten Komponenten von Comperdel hier in einem Stock vereint. Dieser Stock wird auch eben von einem namhaften Hersteller von Comperdel gefertigt in unserer Eigenmarke von Swing. Und hier setzen wir auf den schönsten Griff, auf den Renngriff von Comperdel ohne Schlaufe. Extrem minimalistisch, super schön und das ist wirklich echt ein Design, was mich persönlich sehr stark anspricht. Ein ruhiges skandinavisches Design, eben in Olivgrün, Schwarz und Weiß.
Und Basti und mich würde es an dieser Stelle natürlich sehr freuen, wenn du dich mal bei Swing umschaust. Denn diese Skistöcke, garantieren wir dir, werden dir sehr viel Spaß bereiten, deinen Skiurlaub noch besser zu verbringen. Das Ganze natürlich auch sehr stilvoll in einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich freue mich, wenn du unten vorbeischaust. Bei swing.store findest du unsere Stöcke. Und natürlich, wenn du einen tollen Skiurlaub erlebst und das Ganze wie ganz modern, ohne Schlaufen, so solltest du heutzutage Skifahren gehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao.